Oh, 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 yo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Es ist soweit. Das große, ja, Finale kann man es ja nicht nennen, ne? Auf jeden Fall habe ich mich entschieden. Und ich brauche jetzt auch gar nicht weiter lange drum herum zu reden, weil ihr habt es nämlich schon im Titel gelesen, wer der Gewinner ist. Und das ist What You Say. Ich habe mir echt einige Bewerbungsvideos von euch angeguckt und habe mir echt zwei Favoriten rausgesucht, die wirklich echt gut waren und die es auch wirklich verdient haben. Aber ich habe ja schon gestern gesagt, es kann nur einer gewinnen. Weil wenn ich jetzt zwei oder drei genommen hätte, dann wäre das ja Ganze ja uninteressant, würde ich sagen. Allein auch schon für mich oder auch für andere. Ja, da ist einfach da keine Spannung hinter, wenn ich dann halt mehrere nehme, ist meine Ansicht, tut mir leid. Auf jeden Fall, What You Say, du hast mir ganz besonders gut gefallen. Jetzt nicht, es gibt einen Punkt, den ich ansprechen muss. Das Bewerbungsvideo zwischen dir und dem anderen Favoriten, muss ich sagen, da war das Bewerbungsvideo von dem anderen deutlich besser. Aber du hast mir gesagt, was du auf deinem Kanal so machst und ja, du kannst flüssig kommentieren, bist ein ziemlich guter Anchorman, muss ich sagen. Ja, irgendwoher kenne ich das Anchorman. Woher bloß? Fragezeichen. Ah, da glaube ich fällt mir einer ein. Aber dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Ja, was kann man auf deinem Kanal sehen? Du hast mir ein Bewerbungsvideo geschickt und ich will jetzt auch gar nicht die Spannung weiter rausnehmen. Deswegen habe ich mir mal wieder die Frechheit rausgenommen und habe mir dein Video geklaut. Oh mein Gott, Gott, bitte verzeih mir, ich habe ein Video geklaut. Ja, natürlich hat das einen positiven Hintergrund, warum ich das gemacht habe. Und zwar will ich euch zeigen, was der gute What You Say denn auf seinem Kanal so macht. Und da würde ich sagen, bevor ich mit seinem Video hier loslege, am Ende des Videos von seinem Video jetzt, bitte nicht wegschalten. Ich habe noch ein paar Infos für euch, die wichtig sein können für heute Abend. Also jetzt wünsche ich euch mal erstmal viel Spaß mit seinem Video. Ja, servus YouTube, Olli aka What You Say ist wieder am Start heute. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Heute mal ein besonderes Video. Lee Martin German HD gibt euch die Chance. Erstmal an dich vielen Dank, dass du diese Aktion machst, dass du kleineren YouTuber die Chance gibst, gesehen zu werden, Aufmerksamkeit. Also richtig geile Aktion. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, aber erstmal im Hintergrund. Im Hintergrund seht ihr gerade irgendein krasses Gameplay, ich denke mal Nuklear auf Combine, Skyjacked oder so, irgendwas Geiles, ich weiß gerade nicht, was da läuft. Ich habe einfach jetzt hier schnell die Tonaufnahme angehauen und laber gerade. Gönnt euch auf jeden Fall, wird ein geiles Gameplay sein. Und ja, wer bin ich denn überhaupt, was ist das für ein Channel? Und ja, erstmal zu mir, ich bin der Olli, aka What You Say, ich bin 19 Jahre alt, spiele Call of Duty auf der PlayStation 4 und komme aus Sachsen-Anhalt. Ja, kurz knackige Vorstellung von mir, mehr gibt es eigentlich zu mir nicht zu sagen. Was ist das für ein Channel? Sowas wird es hier so geben. Das ist wie gesagt schon ein Call of Duty Channel. Hier wird es ausschließlich Call of Duty geben. Nicht nur Black Ops 3, aber nur COD. Ja, von auf Nuklear gehen, so live Nuklears oder geile Nuklear Gameplays, Double Nuklear Versuche, Nuked Out Gameplays, chillig suchen und zerstören spielen. Also da habe ich einiges im Petto. Auch mal ernstere Videos, da habe ich auch gerade eine Serie im Laufen, Let's Talk, da rede ich mal über ernstere Dinge, zum Beispiel Tanzverbot oder ja, die ganze Lifestyle-Scheiße, die gerade auf YouTube abgeht. Ja, so, das soll es auf meinem Channel gewesen sein. Mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen, einfach abchecken. Und ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein zu mir, zu meinem Kanal. Ja, warum ausgerechnet ich? Ich stehe gerade in den Startlöchern. Ich habe momentan 15 Abonnenten. Ich könnte super Aufmerksamkeit gebrauchen. Auch mal konstruktive Kritik, weil
niemand schaut meine Videos, deshalb kann mir auch niemand Kritik geben, was ich verbessern kann, was ich nicht verbessern kann. Das finde ich auch natürlich sehr schade. Aber naja, da muss ich durch und deshalb wäre natürlich so ein kleiner Push richtig geil. Würde ich auf jeden Fall feiern. Und ja, das soll schon gewesen sein von mir. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Auf jeden Fall nochmal am Ende eine korrekte Aktion von dir. Vielen Dank. Und ja, das soll es gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, nachdem ihr euch das Video von dem guten What You Say angeguckt habt, könnt ihr natürlich jetzt selbst entscheiden, ob ihr ihn abonniert. Ihr habt es ja mit Sicherheit mitgekriegt, es ist ein reiner Call of Duty Kanal, aber wie er schon betont hat, nicht Black Ops 3 nur bezogen, sondern ein genereller Call of Duty Kanal. Und ich finde, sowas gibt es ziemlich selten. Okay, der eine wird jetzt sagen, ey, es gibt so viel Call of Duty YouTuber, aber mit dem kleinen Unterschied, dass die anderen Call of Duty YouTuber noch andere Dinge machen, zum Beispiel irgendein Real Life oder irgendwas anderes, GTA 5 gemischt oder sowas, irgendwas. Da ist er wohl ein bisschen anders, dass er nur ein reiner Call of Duty Kanal ist. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, weil Call of Duty ja sowieso genauso in ist. Zwar nicht so in wie GTA 5, wie jeder weiß. Aber es ist ein reiner COD Kanal und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ihn zu nehmen. Ja, auf jeden Fall, ihr habt ihn auch gehört, ist ziemlich sympathisch. Also an der Stelle no homo, noch mein Freund. Sein Link, beziehungsweise der Link zu seinem Kanal ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung zu finden. Ihr könnt ja euch ein paar Videos von ihm angucken, ja, seinen Kanal angucken und dann entscheidet ihr letztendlich, ob ihr ihn abonniert oder nicht. Weil das Ganze liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand, sondern in eurer. Wenn ihr sagt, ey, ich bin auch großer Call of Duty Fan, dann seid ihr bei ihm mit Sicherheit ganz richtig. Ja, gut, wie gesagt, Link zu seinem Kanal auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung zu finden. Nochmal schöne Grüße an dich, What You Say. Ich bin mir sicher, dass du einiges auf deinem Kanal noch bringen wirst und ziemlich weit kommst, wenn du so weitermachst. Auf jeden Fall war ein nices Gameplay, muss ich sagen. Von so einem Gameplay zu erspielen, kann ich auf jeden Fall nur träumen. Ja. Ich bin halt nicht schlecht im Black Ops, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht der Beste. Ich habe es noch nie geschafft, mir einen Nuklear zu erspielen. Aber vielleicht, ja, zocken wir beide mal zusammen oder machen was zu dritt mit der Jules. Dann kannst du mir einen Tipp geben, wie ich auch meine erste Nuklear spielen kann. Würde mich auf jeden Fall ziemlich freuen. Kannst mich hier anschreiben. Okay, des Weiteren, Abo zocken heute Abend, 18 Uhr, auf keinen Fall vergessen. Ich habe auch einen Kommentar gelesen, weil ich habe ja gestern gesagt, dass der Erste, der es schafft, mich zu töten, in meine private FA-Liste aufgenommen wird. Und ja, da habe ich einen Kommentar gelesen mit Wallbreach. Du darfst dich aber nicht immer Wallbreach verstecken. Doch, darf ich. Und ihr könnt davon ausgehen, dass ich das auch machen werde, weil ich bin doch nicht so bescheuert und mache euch das Ganze so einfach. Ins Apartment gehen werde ich natürlich nicht, weil das ist ja unfair, das geht ja gar nicht. Ich werde auf jeden Fall in einem Wallbreach wahrscheinlich sein. Ja, ich werde euch natürlich auch töten. Ja? Also rastet bitte nicht aus, wenn meine KD an euch ein bisschen steigt. Auf jeden Fall habe ich mir so gesagt, ich werde das Ganze für euch nicht so leicht machen. Und ja, wenn der eine oder andere meinen Kanal schon länger verfolgt oder meine Videos gut in Erinnerung behalten hat, der wird dann wissen, wie man in diesen Wallbreach reinkommt. Also würde ich sagen, heute Abend 18 Uhr auf keinen Fall vergessen. Ich werde wieder einen Timer laufen lassen, um zu sehen, wie lange es dauert, bis die Bude voll ist. Und werde natürlich dann darüber auch ein Video machen. Ansonsten, ich sag's nochmal, bitte nicht vergessen, heute Abend 18 Uhr werde ich online gehen, sobald ihr seht, dass ich in einer Open Lobby bin, beziehungsweise in einer geschlossenen Freundessitzung, braucht ihr wieder auf keine Einladung zu warten. Ihr könnt mir einfach nachjoinen, ohne Einladung. Beeilt euch, bevor die Lobby voll ist, weil wenn die Lobby voll ist, ist sie voll. Da kann ich auch nichts machen. Gut, dann werde ich mit diesem Video auf jeden Fall hier erstmal durch. Würde sagen, bleibt gesund, meine Freunde, weil ich bin es momentan leider nicht, wie ihr hört. Und aber was ihr auch machen könnt, ist treu bleiben. Aber das seid ihr auf jeden Fall. Nochmal ein dickes Dankeschön an euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video von German HD und heute Abend beim Abo zocken. Bis dahin, haut da rein. Ciao.